Unionskanzlerkandidat Armin Laschet befürwortet diplomatische Gespräche mit den Taliban, um gefährdeten Menschen in Afghanistan zu helfen. Den Dialog mit den Taliban zu verweigern, würde den Menschen nicht helfen, die aus Afghanistan heraus wollen, sagte Laschet der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Kunst guter Außenpolitik bestehe darin, mit solchen Staaten zu Lösungen zu kommen, deren Ziele und Menschenbild unsere Gesellschaft zu Recht ablehne, sagte der CDU-Chef. Außenminister Heiko Maas hat den Afghanistan-Experten Markus Potzel nach Doha im Golfemirat Katar geschickt, um mit Unterhändlern der militant-islamistischen Taliban über die Ausreise afghanischer Ortskräfte zu sprechen. Der Diplomat, der ursprünglich im August als neuer Botschafter nach Afghanistan entsandt werden sollte, führt seit Mittwoch Gespräche mit Vertretern der Taliban.